Hallo Leute, hier ist euer Let's Play Ray mit dem neuen, derzeitig noch Nebenprojekt, was ich noch in dem Hauptprojekt umwandeln werde, sobald Sonic abgeschlossen ist. Super Paper Mario. So, ich spiele das Super Paper Mario mit einer Challenge. Die Challenge besagt, dass ich keine Items nutzen darf, außer halt die für die Story notwendig sind. Und die einzigsten Items, die ich benutzen darf, sind diese Zufallsboxen. Also keine Pilze, kein gar nichts, keine Feuerblumen, so schön sie auch sind, nur die Zufallskästen und halt die spielnotwendigen Items. So, da habe ich jetzt wohl genug erklärt, dann gebe ich mal hier toll, das sind immer so wenig Zeichen. Nehmen wir mal wieder LP Ray. So. Ach, wie süß, nur ein Herzchen. Komm. Diesen Namen möchte ich verwenden. Ja. Einstellung werden gespeichert. Du bist still. Ja, Speichervorgang beendet. So. Ach du Kacke. Soll ich mir das alles jetzt geben? Nein, Spaß. Marios Haus. Kennt man schon aus dem ersten Super Paper Mario, wollte ich schon sagen. Paper Mario Teil für N64. Also, wir sind friedlich. Bruder Herz. Kann man nur vom Glück sprechen. So viel Ruhe und Frieden. Absolut friedlich. Fast schon ein bisschen langweilig. Ja, Luigi, wir haben es kapiert. Da wünscht man sich fast Krabums etwas, das uns aus den Socken haut. Ja, geht einfach mal irgendwo hin und macht das. Wir haben Prinzessin Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir Prinzpalast besuchen. Das wäre cool, oder? Naja, jedes Mal, wenn ihr den Prinzpalast besuchen wollt, passiert irgendwas. Also sollte Peach euch nicht mehr einladen. Oder deswegen lädt euch Peach scheinbar ja nicht mehr ein. Schon eine ganze Weile her. Die Prinzessin würde sich bestimmt freuen. Naja. Ich denke mal eher nicht, dass sie sich freuen wird. Jedes Mal, wenn ihr kommt. Mario, Hilfe! Wen haben wir denn hier? Ein ängstlicher Tort. Tort! Was ist denn passiert? Du bist ja völlig außer Atem. Durcheinander. Was habe ich denn dann? Mann, das habe ich total. Egal. Wie tut man einen bibbernden Tort synchronisieren? Der hat ja so eine helle Stimme. Ja! Aber das kann ich doch nicht machen. Es ist schockierend. Pilzpalast. Befallen. Peach entführt. Was? Das ist doch lächerlich. Wie macht denn Luigi Stimme eigentlich nach? Wer wäre zu so einer Zeit Peak? Na, guck dir doch. Wartet mal. Natürlich, jetzt weiß ich, wer in dieser Sache steckt. Das ist die Arbeit, die sich schurken. Lassen wir uns nicht gefallen. Möchen, ja. Möchen sie in ich kann das nicht mit dem Luigi. Los, Bruder, lass uns gehen. Wie ist das denn Luigi synchronisieren? Hallo? Erzähl noch. Dich, Mario. Auf euch, Mario. Bros. Tut Luigi nicht mehr speziell synchronisieren. So. Oh, Bowser. Muhahaha. Hört genau zu. Scherken. Luigi Scherken. Ja. Zeit, meine großen Perlen. Pilzpalast zu stürmen, Tat umzusetzen.
Heute ist der Tag, von dem an die Prinzessin nur noch mir gehören wird. Und als Bonus werde ich die beiden Bärtigen in den Boden stampfen. Ja, wie immer. Juhu! Wie tut man denn heute synchronisieren? Scheiße. Ich versuche zu synchronisieren und. Eieiei. Gar nicht mal so leicht als Legastheniker. Ja, ich weiß, ich bin Legastheniker. Ja, aber ich vergib mir Mühe. Hahaha, sie werden angreifen. Sie werden. Ja, ich wiederhole mich. Ihr seid schon. Hey. Sind diese haarigen Typen in dieser Burg. Was? Ach, Bums, spring einfach rein. Einer wird mir das zu viel. Ah, Mario und Luigi? Wie seid ihr hier reingekommen? Was? Das Haupttor war nicht verschlossen. Ich sollte auf einer dort meine Stimme zu ändern. Ich sollte mich auf eine Stimme einigen, wenn ich schon irgendjemand synchronisieren will. Wie oft habe ich schon gesagt, der Letzte schließt die Tür ab. Kenn ich irgendwo her. Jetzt halt aber in Luft an Bowser. Wissen, dass du die Peach gekidnappt hast. Wo hältst du sie versteckt? Hä? Ich. Sie. Sekunde, was? Wir waren doch gerade erst dabei, uns. Unseren anderen. Mario, Hilfe. Achso, das ist ja Peach. Peach? Knickknack. Die Prinzessin wurde von Kraft Knickwings entführt. Du, Sekunde. Von wem? Von mir, Graf Knickwitz. Der auserwählte Vollstrecker des dunklen. Oh. Was? Ich weiß das jetzt nicht. Das ist der Graf Knickwitz. Jener, der sich die Dimension prophezeit wurde. Oh Mist, das habe ich einmal zu früh weggedrückt. Und wer redet hier nun von. Blödsinn, Graf Knickwitz. Oh Mann, Bowser. Wie auch immer, lasst uns sofort die Prinzessin. Lasst sofort die Prinzessin frei. Ich habe. Ja, hierfür keine Zeit. Niemals. Die Prinzessin wird von. Vollendung der Prophezeiung benötigt. Sie wird in der Burg von Knickwitz gebracht, dabei helfen. Oder wird sie zerstören? Zerstören von Graf Knickwitz. Zerstören von alle Welten zerstören. Boots. Au. Mario attackiert hier. Mario! Dieser Mann hat sich für die Demütigung verdient. Schwächlinge. Angesicht von Graf Knickwitz. Das darf es nicht geben. Ich schlage vor, du beruhigst dich und lässt die Prinzessin frei. Denn sonst. Graf Knickwitz wird niemand. Wird die Prinzessin nicht freilassen. Auch nicht Bowser, der König der Koopas. Wird Graf Knickwitz. Hä? Was hab ich für ein Müll? Hehehehe, Knickidi-Knack. Knickidi-Knack. Alles verläuft im Sinn von Graf Knickwitz. Jeder. Es fehlt nur noch das Auftauchen der Lehre so. Wie die Prophezeiung. Diese Prophezeiung. Ach, Knickidi-Knack. Ja. Knack dich weg.
Ich bin am überlegen, ob ich die Synchronisation doch lasse. Punkt, 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 Mario. Punkt, 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 Mario. Punkt, 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 Punkt. So. Wir haben gleich schon den ersten Part nur der Vorschau. Bist du wach? Mein Name ist Tippi. Ich bin ein Pixel. So eine Art Fee, ja. Mario, ich war auf der Suche nach dir. Oh, schon wieder jemand auf der Suche. Schon gut, ich bin dir wohlgesonnen. Du hast bereits Graf Knickwitz kennengelernt. Er hat die Prinzessin und den bösen König entführt, richtig? Nein. Graf Knickwitz hat damit schon begonnen. Lehre entstehen zu lassen. Wir haben nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Ja, wenn deine Freunde gerettet werden sollen, musst du jetzt mit mir kommen. Lass uns aufbrechen. So, ich hoffe, die Vorschau dauert nicht mehr allzu lange. Weil langsam habe ich keine Lust mehr, alles vorzulesen. Ah, nee, jetzt gibt's ja noch mal eine Einführung von diesem Herrn da. Ach, Mann, naja. Oho, so schnell wie der da, Tippi. Wer ist das? Rotes Hemd, blaue Latzhose und einen riesen Schnauzbart. Wie ist das wirklich? Tippi, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Er passt perfekt auf die Beschreibung des... Ja, das lese ich wieder nicht vor. Das ist... Sein Name ist Mario. Willkommen, Mario. Das ist die Flipstadt. Flipstadt. Das ist die Flipstadt. Das ist ein weiter Weg von Quitz Königreich bis zum... bis zu unseren Dimensionen. Ja. Allerdings ist die Flipstadt keine Dimension, nein. Es liegt zwischen den Dimensionen. Ich bin Merlon, Nachfahrer des Ältesten, die diese Stadt erschaffen haben. Ich studiere orale Texte. What? Ja, egal. Und versuche bis zum Ende aller Welten. Das Ende aller Welt zu verhindern. So. Hi. Du möchtest etwas über das Ende aller Welten erfahren? Was geschieht hier, fragst du? Also, hat Tipsy dir noch nichts gesagt? Nichts gesagt. Wie Mario, die Antwort schwebt über dir. Jo, ein ganz kleines Löschlein im Nirgendwo. Siehst du, wie der Himmel sich dunkel hat. Das muss ich mir selber entscheiden. So. Das ist mir zu viel zu lesen. Bitte lese es euch selber durch, jetzt wird es mir zu viel. Ich bin wirklich kein guter Leser, das tut mir leid. So, da haben wir das erste reine Herz. Eines der 8 reinen Herzen, genau. Nur der Held muss das hier machen, ja, ja, ja. So. Jawohl, machen wir. Sehr gut. Okay, Leute, ich muss jetzt hier erstmal einen Cut setzen. Wir sehen uns im nächsten Part.